Track Record. So, da ist sie also, die Top 5 User-Folge für diese Woche. Auch diese Woche habt ihr wieder abgestimmt, wenn auch vielleicht nicht so fleißig wie bei anderen Themen. Dennoch ist natürlich eine Top 5 Liste zusammengekommen, die ich euch hiermit präsentiere. Viel Spaß! Platz Nummer 5 mit nur einer Stimme belegt Rainbow Runner. Insgesamt gab es natürlich mehrere Spiele, die eine Stimme hatten, dennoch habe ich mich hier für Rainbow Runner entschieden. In dem Spiel von Adam There Alone geht es darum, ankommenden bunten Wellen zu entweichen. Dabei sammelt man jede Sekunde Punkte und kann sich somit auch mit anderen vergleichen. Wie die Regenbogenwellen dabei ankommen, ist zufällig, was auf jeden Fall den Wiederspielwert erhöht. Insgesamt ein wirklich nettes Spiel, was ihr empfohlen habt. Falls ihr das Spiel selber spielen wollt, könnt ihr das auch auf eldercraft.de tun, auf der Funmap. Schleichwerbung. Schöner Platz 5, wir kommen zu Platz 4. Platz Nummer 4 belegt Antichamber von Bessintag. Diese Map hat von euch 2 Stimmen bekommen. Nur so am Rande, lustigerweise habe ich gerade vor 2 Tagen Antichamber selbst durchgezockt. Wer das Originalspiel Antichamber noch nicht kennt, hat glaube ich was verpasst. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, denn auch diese Minecraft-Map baut auf dem Originalspiel auf. Zwar ist das Ganze mehr eine Adventure-Map als ein Minigame, aber ihr habt es gewählt, also bekommt ihr es auch. Das Spielprinzip von Antichamber ist extrem schwer zu erklären, doch ich denke am ehesten kommt das Ganze noch an Portal 2 ran. Wer also Portal 2 mag, sollte sich Antichamber auf jeden Fall mal anschauen. Und natürlich dieses Game hier. Das war Platz 4, wir kommen zu Nummer 3. Platz 2 mit ebenfalls 2 Stimmen belegt Cake Defense von Disco. Hierbei handelt es sich wie schon öfter um ein rundenbasiertes Tower Defense Game. Das Ziel des Spiels ist es, wie der Name schon verrät, seinen eigenen Kuchen zu verteidigen. Dabei stehen dem Spieler zum einen die eigenen Waffen zur Verfügung, zum anderen Upgrades, die sich durch Gold kaufen lassen. Das Gold wiederum wird natürlich durch die besiegten Monster gedroppt. Das Spiel lässt sich auch mit bis zu 3 Spielern spielen. Wenn ihr also Bock habt, zusammen mit euren Kumpels den Kuchen zu verteidigen, könnt ihr das auch machen. Ich selbst hatte Cake Defense 2 auch in meiner Top 5 Liste in Erwägung gezogen, aber es ist leider wieder rausgeflogen. Naja, immerhin hat es in die User-Folge geschafft. Schönes Spiel, wir kommen zu Nummer 2. Platz 2 belegt Blocks vs. Zombies von Zephbling. Wie ihr bereits richtig in den Kommentaren geschrieben habt, ist es ähnlich wie Plants vs. Zombies aus dem ersten Teil. Allerdings, und da muss ich euch recht geben, ist es doch nochmal ein Stückchen besser als das, was ich euch gezeigt habe. Grundsätzlich geht es wieder darum, Wellen von Zombies von seinem eigenen Gebäude fernzuhalten. Wie auch in den anderen Minigames steht euch hier ein großes Arsenal an Waffen zur Verfügung, die ihr auf jeden Fall einsetzen müsst, um lange zu überleben. Was auch cool gemacht ist, sind die in den Boden eingelassenen Wände, die man hochgehen lassen kann, für Geld. Vom Spielspaß her kam mir dieses hier besser vor als Plants vs. Zombies. Wie findet ihr das Game? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und wir kommen zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 mit haushohem Abstand belegt 15 Seconds von Zephbling. Insgesamt hat diese Map ganze 12 Stimmen bekommen. Auch hier lässt sich wahrscheinlich wieder drüber streiten, ob das eher eine Adventure-Map oder ein Minigame ist, aber ich finde, das Spiel ist cool und deswegen zeige ich es euch natürlich gerne. Prinzipiell geht es bei 15 Seconds darum, ein bestimmtes Ziel innerhalb von 15 Sekunden zu erreichen. Hat man dies geschafft, wird man zur nächsten Strecke geportet und das Spiel beginnt von neuem. Grundsätzlich klingt das Ganze jetzt nicht so spektakulär, allerdings hat mich das Ganze sofort gefesselt, was mich echt wundert, denn naja, so viel Spaß habe ich selten an solchen Maps, muss ich sagen. Auf jeden Fall ein cooles Spiel, hat sich gelohnt es zu testen und ich sage auch schon wieder Tschüss für heute, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Diesen Samstag gibt es wieder Top 5 von Chris, mal schauen was er für ein Thema ranbringen wird. Bis dahin sage ich einfach mal kurz und knackig, ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal.